Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und in diesem Video zeige ich euch etwas von Star Wars. Das heutige Video wird etwas kleiner, und zwar geht es heute um eine Art Überraschungseierfiguren von Star Wars oder aus Star Wars Figuren von 1997. Ich glaube, in Deutschland waren die jetzt nicht so vertreten, aber so Österreich und Schweiz. Und zwar waren diese Überraschungseier von der Firma Tombola. In diesen ersten Part, sage ich jetzt mal, geht es um Figuren und Fahrzeuge, die hier herauskamen. Im zweiten Part gibt es dann noch 5 Puzzle, die es nebenbei auch noch gab. Hier zunächst ein Beipackzettel, Firma Tombola, Barcelona, Spanien, okay. Lesen und aufbewahren, Spielzeug für Kinder unter 5 Jahren nicht geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können. Verschiedene Sprachen hier auf dem Warnhinweis, wie wir es jetzt ja da schon kennen, überall. Und die Vorderseite zeigte eben dann hier die zu sammelnden Figuren. Beziehungsweise Spielzeuge. Hier 1997 Lucasfilm 15 Figurines Star Wars to Collect. Wir haben in der oberen Reihe die Fahrzeuge und in der unteren die Figuren. Die erste Figur ist ein kleiner R2-D2, welcher ja, doch gut bemalt ist. Ich meine, das war im vorigen Jahrhundert und die Technik war noch nicht so weit, und für die Größe, also so etwa 2 cm groß, ist er eigentlich schön gestaltet. Beweglich sind diese Figuren natürlich nicht. Das sind eigentlich nur ein Klumpen Plastik. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie teuer das diese Überraschungseier ähnlich waren. Also es war auf jeden Fall Eier mit Schokolade und eben drin diese Überraschung. Ich blende mal ein paar Bilder ein, wenn ich im Internet was finde. Die zweite Figur hier, C3PO. Hier in schöner Goldlackierung. Ähnlich wie die 96er Figur von der 3,75 Inch. Ja, die Feinteile hier wie die Finger sind natürlich etwas klobiger und man sieht auch noch hier die Fabrikspuren. Aber doch nicht schlecht. Der R2 und Yoda sind da eigentlich die kleinsten und die anderen, die Figuren, sind so um die 3 cm groß. Auch hier wurde auf die Details geachtet. Diese Scheibe hier oben. Der Speicherpunkt. Rückseite. Tja. Da wir es gerade von Yoda hatten, hier ist der kleine Jedi-Meister, welcher ebenfalls eine kleinere Figur ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der kleiner ist wie R2. Oh, sogar etwas kleiner wie R2-D2. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Figuren und sage jetzt nicht zu jedem irgendwas. Hier finde ich auch schön, dass sie die Füße obenrum noch angemalt haben. Hier haben wir den Farmjungen, Luke Skywalker.
mit einem imperialen Blaster und sogar mit einer imperialen Gürtelhalfter, also für die Waffe. Also im Prinzip von der Flucht vom Todesstern. Hier finde ich auch ganz nett gemacht, dass die Finger einzeln angedeutet sind. Ja. Die Waffe ist auch als Sturmtruppenwaffe zu sehen. Das Gesicht ist natürlich etwas fragwürdig, okay, aber naja, es ist ja auch billiges Spielzeug im Prinzip, also hier weiches Material, dass es nicht unbedingt gleich abbricht. Leia, einer riesengroßen Waffe, beziehungsweise sind die Schulterstützen des E11-Blasters hier ausgefahren. Natürlich im Film nie so zu sehen. Das Gesicht ist jetzt nicht so besonders gemalt oder angemalt worden. Die Haare sind hier ein bisschen fleischfarben an den Rändern. Aber man weiß, wer sein soll, dass sie ja diese Schneckenfrisur hat. Schön finde ich auch hier den Faltenwurf. Als nächstes haben wir Chewbacca hier. Der Co-Pilot des rasenden Falken von Han Solo. Er kommt hier mit seinem Fell, welches auch hier schön angedeutet ist. Angemalt hier diese Waffengurttasche und sein Bowcaster, also seine Armbrust, ist auch wie im Film angeht, also modelliert. Gut, das Gesicht ist jetzt auch wieder ein bisschen nicht so angemalt, also vielleicht noch ein bisschen weiße Kleckse im Mund und die Augen sind auch hier nur dunkel angedeutet. Als nächstes haben wir Han Solo, den Captain des Millennium Falcon. Auch er hat hier diese Schulterstütze des E11 Blastergewehrs, wahrscheinlich wegen der Stabilität der Hände, ausgefahren. Zumindest ist es auch angemalt worden. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Er hat hier allerdings seine braune Hose an, also nicht seine blaue wie im A New Hope. Und es fehlen auch die Generalstreifen. Aber es sind Kleinigkeiten, die man jetzt da einfach drüber sich beschweren kann. Man weiß, wer sein soll. Und es reicht. Er hat wenigstens hier eine Platte unter den Füßen. Wahrscheinlich vom Gewicht her wäre sonst ständig umgefallen. Auch eine Platte an den Füßen hat ein Stormtrooper bekommen, welcher auch hier einigermaßen gut modelliert ist. Bis aufs Gesicht von der Bemalung her, der Grumpy Stormtrooper, Angry Bird. Ja. Und als letztes unser Freund Darth Vader, der hier durch seinen Umhang eigentlich gut steht, somit keine Platte braucht. Er hat als einzige Figur eine offene Hand und hier ein separates Lichtschwert bekommen. Ja. Es waren zwei Stück dabei, wegen Verlieren. Also ein hier Griff. Und eine rote Klinge und kann sie ihm dann eben hier in die Hand etwas drücken. Tja. Das waren die Figuren. Kommen wir zu den Raumschiffen. Die sind natürlich auch nur klein gehalten, dass sie sonst nicht ins Ei passen. Ich habe ihn hier jetzt schon mal zusammengebaut, den Falken. Und bei jedem Schiff war dann hier nochmal so ein kleiner Bogen mit zur Gebrauchsanweisung, also Zusammenbauanweisung und auf der Rückseite ein paar Sticker zum Ankleben. Ich habe die jetzt nicht angeklebt, die werden auch nicht mehr so gut halten nach über der Zeit. Ich weiß jetzt auch nicht hier, ob man da noch einen Stand dafür hatte,
da das Star Wars Emblem hier auch zum Aufmachen wäre. Auf jeden Fall, ja, ein schönes Teil. Man kann hier den Mittelpunkt bewegen. Und die Antenne hier oben ist auch nur eingesteckt. Also dann kann man ein bisschen drehen. Schön verziert. Hier hinten wenigstens auch die Dinger noch angemalt. Finde ich sehr schön. Gut, die Sticker. Das ist dann wieder so eine andere Sache, das Gefiesel. Also für mich ist das immer nichts. Also vom Größenverhältnis passt es natürlich nicht. Im Gegensatz auch zu den nächsten Schiffen, die dann noch kommen, sind einige größer, die eigentlich im Ursprung kleiner sind. Um ihn in meine Aufbewahrungsbox wieder zu bekommen, muss man den natürlich auseinanderlegen. Ich hoffe, das klappt auch noch, ohne dass was kaputt geht. Ich weiß gar nicht, ob ihr es überhaupt sehen wollt, wenn ihr das hier auseinanderfriesel und es bricht was ab, wenn ich dann ganz traurig bin. Ich glaube, ich cutte. So, ich habe es jetzt mal ein bisschen auseinandergebracht. Es ist eigentlich nur ein stinknormaler Steckmechanismus, aber das ist halt Plastik wie bei Modellschiffen und können trotzdem leicht abbrechen. Das nächste Schiff, das ich hier habe, ist ein X-Wing Jäger, welcher die Flügel auch aufstellen kann. Das finde ich sehr schön. Man sieht hier natürlich von der Fabrik noch die Überbleibsel, kann man dann mit einem Cuttermesser abmachen. Auch er ist hier nur zusammengesteckt. Und ich glaube, ich habe den sogar falsch rum zusammengebaut. Nee, nicht mal. Ich sehe gerade, ich habe vorhin geguckt, nämlich da sind die Füße angedeutet. Und deswegen habe ich das nach unten gemacht, auch wie hier. Aber man sieht hier oben auch noch Füße. Also egal, wie man es zusammenbaut. Und hier siehst du die Oberseite, da hier noch ein kleiner Sockel ausgespart ist für die R2-Einheit. Auch hier waren wieder Aufkleber dabei. Und das hier ist irgendwie verloren gegangen, der eine. Die waren auch hier gelöst. Vielleicht finde ich ihn noch und ja. Kleben tun sie halt auch nicht mehr gescheit. Auch hier auf der Rückseite dann wieder kleiner Bausatz, hier der Name dann, X-Wing, wenn er richtig rum, so rum. Jo. Auch den hier kann man wieder ein wenig auseinanderbauen. Die Geschütze sind wieder extra eingesteckt worden. Also kann man wieder rausmachen. Und ich cutte auch hier wieder. So. Wieder auseinandergebracht. Sieht schon hier ein paar Stresslinien von Auseinanderbau. Hier die Flügel, wie sie zusammengesteckt sind. Jo, ja. Der nächste Bausatz ist die Lambda Shuttle der Imperiumsklasse oder die Raumfähre Deuterium, welche jetzt auch hier keine weiteren Funktionen hat. Auch die Aufkleber sind jetzt nicht drauf, deswegen schaut sie etwas seltsam aus. Ja, und irgendwie diese Löcher wahrscheinlich dazu gedacht, dass es irgendwelche Stands vielleicht gab. Auf jeden Fall ist nichts davon beschrieben auf den hier auf diesen Bauanleitungen. Hier Shuttle Deuterium, hier wieder die Aufkleber. Ja, das brauche ich schon mal nicht auseinanderbauen. Ja, also hier Steckverbindungen. Und vielleicht sollte ich die alle dann runterwerfen, dass sie auseinanderbauen. Vielleicht einfacher. Na gut. Das interessanteste Gefährt, finde ich jetzt hier, ist der AT-AT. Der hat nämlich keine Aufkleber. Hier bloß den Bausatz, Bauaufleitung, Anleitung. Und der hat hier ein Kugelgelenk im Kopf. Und alle vier Beine, die zusammengesteckt wurden, sind hier beweglich. Und das Schöne ist, er hat auch hier diese vier Stützen, also filmgetreu. Oh, finde ich klasse.
gut, von den Kanonen her ist natürlich für Abbrechen vorgesorgt worden und dann gleich gar nicht so groß modelliert worden. So, also die Beine wurden hier nur reingesteckt und der Korpus zusammengedrückt und der Kopf dann eben hier vorne reingesteckt bzw. schon mal vorab reingelegt. Das vorletzte Schiff ist hier der TIE Fighter, welcher natürlich wirklich groß wirkt, im Gegensatz zum AT-AT zum Beispiel. Auch dieser hier ist ohne Beklebung oder Aufkleber, die sind hier alle drauf. Also die Solarflügel hier, und die lasse ich auch so, hier wieder die Bauanleitung. Und hier sieht man halt auch diese Fabrikspuren, die sich aber dann auch einigermaßen leicht abkratzen lassen. Hier ist sehr schön modelliert, finde ich. So, und die Flügelfunktion einfach bloß eingesteckt und wieder hier auseinanderbauen. Und der letzte Schiff ist hier Vaders TIE Fighter, der Prototype X1, auch hier ohne Solarsegel, ohne Solaraufkleber, sind hier drauf wieder, hier Vaders TIE Fighter. Und auch schön modelliert hier oben, die ganzen Ebenen. Noch auf der Unterseite. Auch hier sind die Flügel nur aufgesteckt und der Korpus zusammengeklipst. Und ebenfalls von Dombola gab es dann auch noch 5 Puzzles. Mit jeweils, glaube ich, 15 Teilen, und ja, die konnte man dann auch sammeln und ein bisschen Puzzlespaß haben. Ihr könnt ja dann noch mal mitraten, welches Bild es wird. Ich blende euch mal kurz die Motive ein, die es da gab, und ihr könnt raten, welches dann es wird. Und los geht's! Tada. Und habe das rausgefunden. Genau das hier. Interessanterweise ist hier Darth Vaders TIE Fighter am Kampf des zweiten Todessterns beteiligt gewesen. Dieses Puzzle habe ich zweimal, und was auffällig ist, die Farbgebung ist hier anders als auf diesen anderen, das ich gerade zusammengebaut hatte, und die Teile sind auch nicht kompatibel. Also sie weichen etwas ab vom Druck.
So, welches könnte das werden? So, weiter geht's. Ja, ihr habt sicher schon die Idee, welches er sein könnte, ne? So. Oh Mann. Ich glaube, die nächsten beiden zeige ich euch ohne zusammenbauen. Boah, geht das weit runter hier. Das Pappezeug hier ist leider schon etwas in die Jahre gekommen und verbogen. Deshalb wird es auch jetzt nicht so ganz. Tada! Ja. Oh, falsch zusammengebaut. Mist. Ja, mit 900 Jahren wird es aussehen, du nicht gut. So, und das vorletzte. Was könnte das wohl werden? Legenden von Hof, wie es aussieht, ja. Jawohl. Tada. Und das letzte erspare ich euch mit dem Zusammenbauen. Das hier wird nämlich ein Darth Vader in der Wolkenstadt. Und hier nochmal ein kurzer Blick auf alle, die es gibt. Aber hier in Schwarz-Weiß und ich hatte sie in Bunt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!